Mitarbeiter weist man sich aus. Für die Räume, in die man rein muss, bekommt man einen Schlüssel, der genau die Räume umfasst, in der man seine Arbeit auszuführen hat. Und dieser Schlüssel verbleibt immer im Museum. Was wir versuchen ist, dass die Technik, die wir für alle diese Sicherheitsmaßnahmen auf dem Brandschutz und auch mit dem Einbruch- und Diebstahlschutz einsetzen, dass die für den Besucher möglichst nicht wahrnehmbar sind. Die Tür wird festgehalten von einer sogenannten Feststellanlage. Im Falle eines Brandes, wenn Rauch im Gebäude sich ausbreiten könnte, muss die Tür geschlossen werden, um den Rettungsweg zu gewährleisten. Und dafür haben wir Rauchmelder. Und damit man die nicht sieht, sind hier sogenannte Rauchansaugsysteme eingesetzt. Und das Ansaugloch, dafür findet man in dem dunkelrot unterlegten Fries an der Decke. In der Mitte ist so ein barbusiges, geflügeltes Wesen. Und das von hier aus gesehen rechte Nasenloch ist das Ansaugloch für dieses Rauchansaugsystem. Und das nimmt ständig Luft aus dem Ausstellungsraum, aus dem Überwachungsraum und schickt den per Ventilator über einen Rauchmelder. Und der Rauchmelder, der stellt dann fest, ob Rauchbestandteile drin sind oder nicht. Wenn Rauchbestandteile drin sind, würde er in diesem Fall die Feststellanlage auslösen, die Tür würde sich schließen. Wir haben hier Belüftung, Entlüftung, Entrauchung, Rauchüberwachung und wir haben ein paar Überwachungsanlagen noch für museale Sicherungszwecke. Museumssicherheit unterscheidet sich insofern von der allgemeinen Sicherheit von Gebäuden, dass wir Besuchern Sammlungen zugänglich machen wollen. Der Besucher soll so dicht wie möglich an das Original rankommen, die Aura des Originals spüren, der Geschichte nachspüren können, die dieses Sammlungsgut hat. Er soll aber trotzdem eine gewisse Distanz wahren. Er kann jetzt für jeden Messpunkt, den wir haben, genau die Empfindlichkeit einstellen. Das ist ein schöner Schieber. Und der sagt, wo liegt die Auslöseschwelle, in welchem Abstand. Das muss bei den einzelnen Objekten aufgrund der verschiedenen Größe immer genau eingestellt werden. Und wir haben hier in der alten Nationalgalerie, ich glaube, so um die 400 Bildwechsel im Jahr. Und dann müssen wir das immer genauer anpassen. Eigentlich geht es um Bestandserhaltung. Und die Bestandserhaltung setzt voraus, dass wir als erstes eine Risikoerkennung und Bewertung machen. Und da, wo hohe Risiken da sind, dass wir diese mindern, indem wir die Größe der Auswirkung einer Gefährdung mindern oder indem wir die Eintrittswahrscheinlichkeit mindern. Das macht die Ästhetik eines Museumsgebäudes aus. Und das bedeutet, dass man mit den Architekten, die so ein Gebäude umbauen, sehr eng zusammenarbeiten muss. Man kann das sehr viel gröber machen. Und es gibt genügend Beispiele auch in Museen, wo das sehr viel gröber gemacht wurde, wo die Überwachungstechnik sehr deutlich zutage tritt. Der Anspruch der Architekten und auch der Museen ist, dass man es möglichst nicht sehen soll. Und dass das Gebäude an und für sich in seiner Schönheit wirken soll und nicht durch technische Anlagen verunstaltet sein soll.